Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragoners. Also, wir sind hier immer noch unterwegs. Wir gehen mal jetzt nochmal ganz kurz zurück in den himmlischen Hafen. Da können wir ja hier, die Gruppe kann ich eigentlich schon mal wegmachen. Achso, jetzt bin ich sowieso raus. Ja, dann passt das ja sowieso. Das war noch die Gruppe von mit Dark 4X. Weil er ja dann, also ist ja dann rausgegangen, weil er auf musste. Und ja, wir haben ja hier auf jeden Fall bei Zukunft haben wir ja wieder ein paar Questen. Und es kann natürlich sein, dass wir da wieder ein paar Folgequesten gleich wieder bekommen und so weiter und so fort. Deswegen gebe ich das jetzt einfach mal ab. So, Schattengrab haben wir auch wieder was abgeschlossen. Und ich schaue mir am besten einfach mal vom Feuerberg mal alle an. Okay, Nebelrelikt und Schattengrab sind da auf jeden Fall noch offen. Ja, Schattengrab hier. Okay. Gut, jetzt haben wir die Questen wieder aufgefrischt und ich müsste jetzt auf jeden Fall in die Magma-Höhle. Inventarplatz sieht gut aus, haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was dabei. Und ja, weiter geht's wieder zurück nach Anu Arendelle. Questen sind immer noch relativ gleich geblieben, haben immer noch 22 Questen, gerade auch mit den neuen Gebieten. Und wir sind eigentlich auch schon wieder fast Level up, ne? Das geht auch wirklich so schnell. Das geht wirklich ruckzuck und ratzfatz. Ich glaube, ich hatte ja, ich weiß nicht, hatte ich zur... Müssen wir echt dann nochmal die Folgen auch nochmal anschauen. Ein paar. Magma-Hülle wollte ich auf jeden Fall rein. Ja, lass es einfach mal. Guck mal auf schwer, wie viel gibt es denn auf schwer? Es gibt 1% mehr, ne? Das bringt es halt irgendwie meiner Meinung nach fast gar nicht. Ja, gut, Meister ist schon ganz schön kräftig. Doch, Meister ist schon recht kräftig, ja. Aber dieses, keine Ahnung, diese 1,2%, die es da mehr gibt, ne? Wir haben aktuell, denke ich mal, genügend Questen. Oh, die hat aber gerade eine ganz schöne Durchhänger, die Agenta. Okay, lol. Nicht schlecht. So, erkunde die Magma-Höhle. Guck nicht in die Luft. Hilft die mir jetzt? Oh ja, die hilft mir. Lol, hätte ich das auch auf Meister machen können. Lol. Die hat mir die Monster bestimmt weggehauen, ey. Schade. Gut, kann man nicht vorher nicht wissen. Das ist ein bisschen schade. Naja, aber ist egal. Also ob hier, wie gesagt, ob die jetzt 3% mehr oder weniger. Sowas kann man auf jeden Fall öfter mal mit reinbringen. Also das ist eine kuriose Folge, muss ich sagen. Ne? Erstens hängt Magenta so durch. Hä, und dann bin ich hier einfach mal runtergeklickt. Geklitscht irgendwie, keine Ahnung. Lol. Ja, die Agenda, die macht schon einen guten Schaden. Du brauchst meine Hilfe sicher nicht. Doch! Los! Helf mir! Hä? Achso, oh lol. Stimmt. Los, Agenda, komm! Fighte mit mir! Ah, da muss man sagen, da muss man auf jeden Fall auch nochmal den... Das gefällt mir gerade wirklich, dass sie hier ein bisschen mitrennen. Muss man ja so sagen. Da rennen die einfach hier mit. Leute, im Grunde genommen ist es das ist auf jeden Fall schon lustig, weil du ja, wie soll man sagen, man hat einen Charakter, mit dem man halt die ganze Zeit eigentlich, ja, sich unterhält, von der Story her, von der Storyline her betrachtet. Und dann kannst du mit dem Charakter halt in dem Dungeon halt auf jeden Fall mitarbeiten und die teilt auch nochmal einen guten Schaden aus. Man kann jetzt, natürlich kann man jetzt meinetwegen, ich würde es sogar sagen, dass man sowas auf jeden Fall... Keine Ahnung, in Star Wars gibt's das ja auf jeden Fall. Verweise ich nochmal auf das Star Wars Let's Play, was auf meinem und Blacks Kanal zu finden ist. Und da gibt es ja die Möglichkeit, sogenannte Gefährten mit einzubinden. Das heißt, man hat ja da auch so eine... Die Story-Quests, die gehören dann... Das sind erst Bestandteil der Story eigentlich. Und gehören dann später deinem Team halt so gesehen an. Und das fände ich hier eigentlich auch gar nicht so unangebracht, weil... Ich finde das eigentlich, hier betrachtet, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich wirklich sagen. Wir hatten das allerdings, glaube ich, jetzt in diesen ganzen Folgen und diesen ganzen Leveln hatten wir das jetzt wirklich nur zweimal oder vielleicht dreimal, also insgesamt. Das war ein bisschen wenig dann halt, auf jeden Fall. Aber es kommt auf jeden Fall vor, das finde ich auf jeden Fall gar nicht so schlecht.
Aber naja. Okay, gut. Folge Zögern spricht mit Argenta. So, die Gespräche dauern meistens auch immer relativ lange, muss ich sagen. So, zack, zack, zack. Ist halt auch immer sehr, sehr viel. Aber ich finde es ja, wie gesagt, gar nicht so schlecht, dass es halt so einen gelben Faden so gesehen oder so einen Faden halt gibt. Das Fedor. Nichts kann ihn aufhalten. Oha. Okay. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Zwischensequenz. Die sind wohl jetzt alle dort verschollen. Leider, okay, also wir sollen jetzt in Anu Arendel nochmal mit ihr reden. Mit Gaharam. Okay, und ja, scheinbar sind alle drei irgendwie verschwunden jetzt in dieses Tor hineingelangt und das Tor ist geschlossen. Und darum wird sich wahrscheinlich der weitere Teil der Story dann drehen. Ich dachte schon jetzt mit diesem epischen Kampf so gesehen, wird es wahrscheinlich so sein, dass ja die Story schon beendet wird auf Level 74. Aber so ist es scheinbar nicht. Okay, wir haben hier auf jeden Fall nochmal zwei Questen. Zack. So, dann könnten wir eigentlich... Naja gut, Tude Wächterturm. Ist das jetzt schon wieder die neue? Sieht fast so aus, ne? Kapitel 12, Start of a Journey. Okay, Kapitel 11 ist beendet. Das war auch ein relativ... Oh, das war sogar ein relativ langes Kapitel. 21. Krass. Das war wirklich ein langes Kapitel, muss man wirklich so sagen. Also überdurchschnittlich lang, auf jeden Fall, ja. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zu dem Wächterturm. Und, ich denke, wir werden das vielleicht auch erst, in der nächsten Folge machen, weil wir jetzt hier noch ein bisschen was abzugeben haben und weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie lange das Dungeon so dauert. Zack. Ah ja, nochmal mit Feldmarschall Douglas. Ich auch nochmal ein kleines Wörtchen reden. Okay, so Versprechen des Lebens abgeschlossen.
So, zack, gehen wir nochmal raus. Und schauen wir mal, dass wir bei iZukunft vielleicht nochmal irgendwie was abgeben können. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch was abzugeben, okay. Oh, Magmahöhle. Aber da können wir so Magmahöhle nochmal annehmen. Okay, so, dann gehen wir nochmal rein. Vielleicht mache ich auf jeden Fall nochmal ein kleines, kurzes Dungeon, aber wir werden nicht in die großen Dungeons gehen, definitiv nicht. Also, das sind die Story-Quests, werden wir dann erst in der nächsten Folge weitermachen. War das jetzt Bonus gewesen eigentlich, oder? Nee, Silberne Hoffnung, okay. Gut. Wir können auf jeden Fall nochmal bei dem Abenteuer-Gildenborden auf jeden Fall nochmal schauen, dass wir da vielleicht noch was abgegeben bekommen. Kann man da alle ansehen? Ja, alle ansehen kann man hier. Hä? Magmahöhle hätten wir gerade annehmen können, eigentlich Zeitexperte, ne? Naja, okay. Wir machen jetzt einfach nochmal einen kleinen Ding jetzt. Wir machen hier einfach nochmal Schattengrab auf normal und dann ist immer, ja, da haben wir die Zeit auf jeden Fall für die Folge auf jeden Fall nochmal gut gefüllt, weil die Folge jetzt eigentlich auch ungern, wie gesagt, ich wollte mich auch ein bisschen mehr wieder dran halten an die 15 Minuten. Habt ihr ja wahrscheinlich schon in letzter Zeit auf jeden Fall gesehen. Und weil ich es zwischenzeitlich auch nochmal wieder ein bisschen kürzer gemacht habe. Und deswegen, wie gesagt, machen wir hier noch den kleinen Bonus, so gesehen. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, okay, gut, ja, gut. Wir beenden halt einfach mal schnell die Folge, aber wie gesagt, das ist so zwischen, Quacken, das ist so ein bisschen auf 10 bis 15 Minuten ja ausgelegt. Manche Projekte mache ich auch ein bisschen länger, wie Minecraft zum Beispiel. Da läuft das teilweise sogar mal mit 20 Minuten. Aber wie gesagt, eigentlich hatte ich das auch, man merkt die Minuten merkt man auf jeden Fall schon, auch gerade dann in der Zeit, die einem dann halt zur Verfügung steht. Die Folgen ja automatisch länger werden müssen und so weiter und so fort. Und auch von dem, was man eigentlich so schafft, man merkt es auf jeden Fall. Das ist wirklich richtig krass, weil ich Dragon das halt so auf diese 10 Minuten in Anführungsstrichen laufen lassen hatte, als ich den Kanal wieder eröffnet hatte oder neu eröffnet habe. Hatte ich deutlich mehr Zeit gehabt noch. Und auch wenn das im Grunde genommen, das ist echt nur eine halbe Stunde eigentlich, ne? Die einem halt da so gesehen halt verloren geht, aber gut. Manchmal sind die Folgen dann trotzdem immer noch mal ein bisschen länger halt. Als das ursprünglich auch teilweise geplant ist. Und wie gesagt, wir werden dann ab Level 80 werden wir dann uns mal wirklich nochmal mit dem Equipment beschäftigen. Mal wirklich genauer auseinandersetzen. Da werde ich mir dann auch nochmal vorher nochmal mich vorher nochmal hinsetzen. Das vorher auch nochmal ohne Aufnahme irgendwie nochmal durchgehen. Was man denn da irgendwo holen kann und wie man das irgendwie holen kann. Und wie gesagt, da werde ich mir das Ganze nochmal ein bisschen durchrechnen und mir nochmal genauer einen Plan machen, wie viel ich denn an Geld zur Verfügung stehend habe und was ich denn, keine Ahnung, ich habe ja noch die Tränen, da muss ich mal schauen und so weiter und wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall mehrere und verschiedene Möglichkeiten, wie man das alles noch hinbekommen kann. So. Und ich würde sagen, vom Schwierigkeitsgrad her und auch von dem, wie man halt durch die Dungeons halt eigentlich durchkommt, ist halt eigentlich normal, also wenn man die Dungeons halt auf normal halt macht, ist das halt eigentlich das Beste, was man halt aktuell machen kann. Es gibt nicht wirklich einen besseren Weg, Meister schafft man halt auf jeden Fall nicht, nicht mit dem Equipment, wahrscheinlich auch nicht mal mit 70er Equipment schafft man das nicht mal. Ja, wobei doch, vielleicht wenn du wirklich gutes 70er Equipment hast, wie der Dark 4X, dann würde man das noch schaffen, aber... Verdammt, ist das hier sowieso nicht drin, weil das erst ab Level 80 ist, warum auch immer. Vielleicht gibt es da besondere und speziellere Belohnungen, ich weiß es gar nicht.
Jo. Okay, so, der Dungeon ist auch abgeschlossen, sind jetzt sogar bei 2200 Gold. Das geht wirklich so schnell und so krass. Also, normaler S1, werden wir hier das ganze Zeug dann gleich noch abgeben können. So, ja, der Titelscreen, der dauert halt auch ziemlich lange, das könnte man auf jeden Fall auch ganz gerne noch wegmachen. Meiner Meinung nach. So, und wir gehen einfach mal schnell nochmal zum Eingang und dann auch gleich nochmal einfach noch schnell nochmal raus. Dann können wir die Questen gleich noch abgeben. Wo waren wir? Schattengrab waren wir jetzt einfach schnell nochmal reingegangen. Achso, Abenteuer, Kooperationstest. War, glaube ich, irgendwas mit Gruppe, schätze ich einfach mal. Okay, gut, dann gehen wir halt schnell nochmal einfach nochmal zurück in die Stadt. Und können da schnell nochmal bei Zukunft wahrscheinlich nochmal die Schattengrab-Quest abgeben. Ja, da ist er. Das haben wir teilweise ja auch nicht gemacht. Wir hatten dann teilweise im 70er-Bereich immer mal kurze Aufnahmen, habe ich dann immer mal angefangen gehabt. Und ja, habe halt in erster Linie die täglichen Questen gemacht oder halt einfach mal reingegangen und dann halt am Ende des Tages mal abgegeben. Aber naja, ich sehe dir ja. Wie dem auch sei, diese Folge ist nun auch schon wieder vorbei und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst am besten ein Feedback da, wenn es euch gefallen hat. Sowas wie ein Like oder ein Abo oder ein Kommentar. Am besten Kommentare natürlich immer, weil da kann ich euch nämlich auch mal zurückschreiben. Und ja, haut rein. Ciao. -i.